Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 7. Dezember, 8.26 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Childers Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX-Trade vor und wir sind direkt an der Big Number 15.507. Da steigen wir direkt ein. 15.507 gehen wir entweder long oder 15.492 gehen wir short. Das ist die erste Falle, die wir heute Morgen hier platzieren. Und wir haben hier ein großes Gap. So, wir gehen einmal kurz auf die Charts von gestern. Die Blue Boxen, wie jeden Morgen. Hier gestern Abend kleine Boxen gewesen. Ja, wir treten die Blue Boxen ja unter 30. 40er kommt für uns nicht in Frage. Die 20er sehen wir hier am Nachmittag direkt im ersten oben ausgebrochen. Die 20er hier in der Mittagszeit auch hier direkt ausgebrochen nach oben. Die 18er Box ist direkt auch im ersten nach oben ausgebrochen. Also das sind die Boxen, die wir versuchen zu finden, die kleiner sind als 30 auf diesen Minuten Chart. Die haben eine her sehr, sehr hohe Treffsicherheit. Und wir sind jetzt gleich in unserem ersten Trade, Big Number Trade. Wir blicken einmal auf die Vola-Boxen und wir sehen gestern bei den Vola, den grünen Boxen, gestern früh sind wir nicht reingekommen, dann gab es hier den ersten und wir sehen es hier 19 Punkte rein, denn hier runter. Dann hat es hier ein bisschen 1, 2, 3, bisschen gedümpelt und dann ist er aber oben ausgebrochen. Das ist auch nicht ideale Zeit. Und dann gab es hier oben um 17 Uhr erster Trade, zweiter Trade, dritter Trade und dann hier im vierten Trade ist man dann raus. Dann ist das Ganze nochmal gestartet. 1, 2, 3 und dann 4 wieder raus aus dem Trade. Ja, also das waren die gestrigen Vola Boxen. Die Frage ist, wo kommt der Markt heute rein? 15.411, das ist der Forecast. Das bedeutet, 100 Punkte tiefer werden die Vola Boxen voraussichtlich reinkommen. Und das heißt, wenn der Markt dort unten Gap Closing ist, dann ist das auch ein sehr schöner Hedge-Auflösungstrade, wenn der Markt nach unten laufen sollte. Das weiß ich natürlich auch nicht. So, blicken wir auf die größeren Zeitebenen und fangen heute an bei den Kryptos von ganz unten und starten mit ups, Ethereum, neues Chartfenster, Vorlage, Zickzacklinie. So, Zickzacklinie, Daily. Also, Ethereum auf Tagesbasis long. 4 Stunden Short, Stunde sind wir long. 30 sind wir long, 15 long und 5 Minuten auch long. Also da ist er long. So, die Krypto-Bitcoins. Daily Short, 4 Stunden auch Short, Stunde auch Short, 30 Minuten long, 15 Minuten long und 5 Minuten auch long. Das heißt, die kleinen Zeitebenen weisen kleine Erholungen auf. Die großen sind immer noch Richtung Süden. Nächster Markt ist der Dow Jones. So, Dow Jones Daily Long wieder. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Da ist wieder die Richtung klar. S&P 500 Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl, Daily Short im Öl, 4 Stunden auch Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Leichte Erholung hier wieder. Gold, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long. 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und als allerletztes der DAX. Wieder, wir sehen es hier ein Gap. Daily immer noch Short. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Long. 15 Long und 5 Minuten.
unten auch Long. So, noch hat die Falle hier nicht zugeschnappt auf der Big Number. Warten wir also. Schieben das noch mal sauber hier zur Seite, damit wir das alles sehen können. Perfekt. Dann wünsche ich uns einen erfolgreichen Start. So, der Kurs ist jetzt in unsere erste Zone reingelaufen. Wenn der Markt jetzt diese Zone wieder verlässt, aus der Big Number sind wir definitiv mit dabei. Es ist 8:42 Uhr, also Long bei 15.507, Short bei 15.492. Es ist 8:42 Uhr. So, 8:51 Uhr und wir sehen, wir sind jetzt raus. Das war der Eröffnungstrade. Es ist 8:51 Uhr. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Das war der erste Trade für heute Morgen. Im ersten Anlauf Big Number 15.500. Die 15.500 treten wir jetzt noch zweimal. Ich platziere die Falle jetzt nochmal erneut, verabschiede mich und dann bis morgen.